Guck mal, ich und Dave Goldman haben unseren Schlafplatz ausgesucht im Kölner Flughafen. Und zwar genau hier. Das hier, das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Hier vorne pennt Dave Goldman. Camp. Und hier penne ich. Das ist richtig geil. Und vor allem, das Beste ist, wir müssen um 6 Uhr, ich glaube 6.15 Uhr oder so, fährt unser Flixbus los. Und der fährt irgendwie, glaube ich, da oben irgendwie los. Moin Moin. Einige, Alter. Hier sind ganz viele Menschen, die hier rumlaufen. Bestimmt Leute, die Winzen. Wir wurden gerade vom Wecker aufgeweckt und wir müssen gleich zum Bus, der uns gleich nach Portugal führt. Das wird eine richtig lange Busfahrt sein. Und wir gelaufen jetzt zur Haltestelle, wo unser Flixbus hält, an dem wir dann einsteigen und eindringen. So, wir sind jetzt gerade im Flixbus und wir fahren jetzt nach Portugal. Guck mal, hier vorne ist ganz viel Luftfeuchtigkeit. Und das sind einzelne Wassertropfen, die hier runtertropfen. Ja, Mann. Hier vorne Luftfeuchtigkeit von diesem Fenster. Und das hier, das ist da Dave Goldmans Kopf, mit dem ich rumfahre. Wir sind irgendwo in Frankreich oder sowas. So, wir sind hier und hier gibt es eine 30 Minuten Austrittpause. Und das hier, das ist dieser verschmierte Bus. Also mit dem unfreundlichen Busfahrer, der uns nicht an unser Wasser dran lässt. Und wir fahren nur mit dem Bus nach Portugal, damit wir einen guten Vlog haben. Damit wir Videomaterial für euch haben. Das ist ganz wichtig. Tatsächlich ist es echt nur so, deswegen. Alter. Tatsächlich ist es ganz genau hundertprozentig so, Alter. Wir fahren hier durch so einen französischen Busparkplatz durch. Und wir haben den geilsten Platz auf jeden Fall. Den allergeilsten Platz. Ja. Wir fahren durch Frankfurt. Rosette. Das fährt durch die französischen Straßen hier durch. Französische Stromkabel halt. Ich war ein Kakerlakengesicht mit Fühler. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens früh und wir müssen raus, ob wir umsteigen oder so. Und wir verstehen kein Wort. Boah, keine Ahnung, was jetzt gerade passiert. Aber irgendwie ist der Bus mit unser Gepäck weg. Oder der Bus, wo wir jetzt gleich hier einsteigen, also der hier, dass da unser Gepäck drin ist, weil es derselbe Bus ist. Also eins von beiden. Aber wir verstehen immer noch nicht, was hier gerade passiert. So, wir haben unser Bus gefunden und wir werden jetzt unser Gepäck hier rausholen. Wir werden jetzt die ganzen Sachen hier in diesen Bus hier reinschmeißen. Also im neuen Bus, weil das ist Umstiegsbus. Meine Füße, die sind von den ganzen vielen Sitzen so ganz leicht angeschwollen. Also die sehen auf jeden Fall jetzt viel fetter aus als sonst. Das sieht komisch aus. So, wir sind jetzt in Ponte de Lima angekommen. Das ist unsere Zielortschaft in Portugal. Und diese Ortschaft, wo wir starten. Und wir werden hier von diesem Bus hier genervt. Von diesem portugiesischen Bus, der hier diese Geräusche macht. Und darauf, dass wir 36 Stunden Flixbusfahrt in so einem portugiesischen Flixbus hatten, werde ich erstmal ein Beefy fressen.